Also nochmal. Und diesmal besser. Und schneller. Christina, ne tapogasd, ne krumplit csinálj. Nagyon csúnya az a tojás. Rücskös, tessék igazítani rajta. Gyorsabban. Clary, mit csinálj? Du hast noch kein einziges Ei fertig, Clary. Was hast du die ganze Zeit gemacht? Das glaube ich dir nicht, dass die anderen es dir weggenommen haben. Die tun sowas nicht. Nem hiszem el, hogy a Laci oda tette maga mellé a tojásodat. Nem tettem oda. Tessék dolgozni. Du sollst nicht widersprechen. Nem vitatkozunk. Laci, miért ilyen piszkos az asztalod? Warum ist dein Platz so schmutzig? Biztos beszélgettél eddig, igaz? Kannst du nicht ordentlich arbeiten? És miért nem dolgoztál, mikor neked dolgozni? Musst du dauernd reden? Mit csinálsz? Du hast sicher nicht getan, was ich euch gesagt habe. Most beszélgettél, igaz? Arbeite schneller und vor allem sauberer. Nimm dir ein Beispiel an Tündi. Tünde, musst mal csinálhatsz sárga. Du darfst jetzt gelbe Eier kneten. Wenn ihr anderen fleißig seid, dürft ihr das auch. Szóval tíz szolgálmasan dolgoztok, kaphattok ti is már színű agyagot. Ez se jó. Schlecht. Nochmal. Másikat csinált helyette. Das da auch. Kathi, Vicky hat mein Häschen kaputt gemacht. Nicht schlimm. Wir machen ein neues. Alle sollen sterben. Nur ich nicht. Und Tante Kathi auch nicht. Nun stirb schon. Warum gefällt es dir bei Tante Kathi? Weil wir kneten dürfen. Und was? Was wir wollen. Magst du Tante Kathi? Sie ist lieb. Warum? Weil sie uns immer hilft. Sie zeigt uns, wie man Häschen und Küken kneten kann. Wenn wir was nicht richtig machen, zeigt sie es uns. Wen magst du hier am meisten? Tante Kathi. Sie ist wirklich lieb. Warum? Weil sie uns auch lieb hat. Warum denkst du, dass Tante Kathi euch lieb hat? Weil sie uns immer lobt. Wann? Wenn wir schöne Sachen machen. Warum gefällt es euch hier? Weil wir alles dürfen. Rumtoben, hauen, schreien, mit Knete schmeißen. Und was stellst du an? Allerhand. Magst du auch, Tante Kathi? Ja. Warum? Weil wir alles dürfen.
Und sie uns nie bestraft? Nein. Nicht senkt. Hat sie noch nie einen von euch bestraft? Nein, noch nie. Seratite. Ige. Mia na Katineni. Wie ist Tante Kati? Gut. Warum? Weil sie uns alles erlaubt. Wir dürfen alles machen, was wir wollen. Und was macht ihr? Hm? Schlimme Sachen. Wir schmeißen Plastilin an die Wand, rennen rum. Wir können alles machen, was wir wollen. Ich muss mich mehr beeilen. Wie die Hühner, die legen auch den ganzen Tag Eier. Die anderen arbeiten alle schneller als ich. Ich bin doch aber fleißig. Arbeitest du gern bei Tante Kati? Nein. Warum nicht? Weil wir nur rote Eier kneten dürfen. Möchtest du auch was anderes machen? Ja. Arbeitest du gern bei Tante Kati? Warum? Weil wir nur rote Eier kneten. Und das ist leicht. Magst du Tante Kati? Knetest du gern rote Eier? Möchtest du auch was anderes machen? Wenn ich darf, ich tue, was man mir erlaubt. Dürft ihr was anderes machen? Warum nicht? Weil... ich weiß nicht. Wie ist Tante Kati? Nicht gut. Wie meinst du das nicht gut? Ich mag sie nicht. Mögen die anderen sie? Ich weiß nicht. Ich glaube, sie mögen sie nicht. Wer gerne Eier knetet, mag sie. Wer nicht gerne Eier knetet, mag sie nicht. Und warum kneten die anderen nicht gerne Eier? Weil sie sie wieder kaputt macht. Findest du das richtig? Nein. Wenn du groß bist, wie willst du dann werden? So wie Tante Kati? Ja. Weil sie Eier kaputt machen darf. Weil sie mit dem Plastilin machen darf, was sie will. Die Tündi hat sie gelobt. Aber ich mag gelbe Eier nicht. Die gefallen mir nicht. Wir dürfen nur rote Eier kneten. Wer gerne Eier knetet, mag sie. Wer nicht gerne Eier knetet, mag sie nicht. Ich tue, was man mir erlaubt. Ich mache, was ich will. Weil wir alles dürfen. Weil wir Plastilin an die Wand schmeißen. Weil wir alles dürfen und sie uns nie bestraft. Weil sie uns immer hilft. Weil sie uns zeigt, wie man Küken und Hasen knetet. Weil sie uns immer lobt. Sie hilft uns, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Weil wir kneten dürfen, was wir wollen. Ich habe eine Parfumflasche gemacht. Wenn wir etwas nicht wissen, dann fragen wir sie. Sie hilft uns immer, weil sie uns lieb hat. Kurt Lewin ging es darum, das Kind in der Erziehung als gleichwertigen Partner zu sehen. Das Wort anti-autoritär kannte er noch nicht. Seinen methodischen Versuch unternahm er, als in Europa der Nationalsozialismus seine Erziehungsziele zu formulieren begann.